Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom China Chat, dem China Gadgets Podcast. Zu meiner Linken, perfekt weihnachtlich angezogen, sitzt der Alex. Ich glaube, für die Zuschauer bin ich rechts. Achso, ja, das kann auch sein. Ja, aber zu deiner Linken, ja. Zu meiner Rechten, eurer Linken, Torben. Ja. Ich wollte gerade deinen Nachnamen schon so. Ich wollte uns ganz vorstellen, wie in so einer echten Talkshow. Aber lassen wir das mit mal. Mit Alter und Herkunft. Genau. Wie alt bist du? Da möchte ich nicht drüber reden. Wie geht's? Wie geht's dir heute? Ja, gut, wir haben beide Weihnachtspullis an. Wunderschöne. Deiner ist tatsächlich ein schönerer Ugly Christmas. Der ist nicht meiner so ist halt wirklich ugly. Ja, das stimmt. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit dem Material. Ich finde das Material fast schlimmer als das Design. Schlimm. Also wirklich, das ist so dünn. Also du kannst auch einen Müllsack anziehen und den anmalen vielleicht. So, das wäre ungefähr das Gleiche, oder? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht teurer. Vielleicht teurer, ja, okay. Ja. Das kommt auf jeden Fall hin. Auch liebe Grüße in den Chat. Wir machen heute mal wieder einen Live-Podcast. Wenn ihr gerade in Twitch zugeschaltet habt, dann fühlt euch gegrüßt. Weihnachtliche Grüße gehen schon mal raus. Wenn ihr das dann nächste Mal machen wollt, dann denkt immer dran, dass wir das auch mittlerweile immer live machen. Da könnt ihr auch live zugucken und Fragen stellen. Aber keine Sorge, der Podcast geht natürlich auch bei Spotify und Co. online. Genau. So kurz vor Weihnachten ist es nochmal ganz schön viel los plötzlich, ne? Ja, es sind einige Releases gewesen oder es kommen jetzt auch noch ein paar. Und bei Oppo gab es die Inno Days, die haben einiges vorgestellt. Ein Samsung soll bald vorgestellt werden. Bei OnePlus gibt es auch einige Gerüchte. Also ich glaube, im Januar geht es nochmal richtig los. Ich hoffe jetzt, dass nicht noch vor Weihnachten noch so viel passiert. Nee. Oh, ich möchte ja Ruhe haben hier auch auf ja der Arbeit. Ich finde ja nichts ungemütlicher als so ein Kissen im Rücken oder so. Ne? Sorry. Kissen im Rücken finde ich ungemütlich. Ja, viel kann ich verstehen. Ja, genau. Also die heutigen Themen sind einmal natürlich unsere Highlights, unsere etwas persönlicheren Highlights 2021, was wir so gefeiert haben. Ich habe da auch ein paar ungewöhnliche Wahlen drin tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was du gewählt hast. Noch nichts. Das überlege ich mir jetzt gleich mal gut. Reden. Genau, und sonst an offiziellen News oder Leaks gab es genau das Oppo Foldable, die Air Glass von Oppo wurden vorgestellt, diese Zoom-Kamera, die wirklich hinten rauszoomen kann, rausfährt. S22 das Ultra hat einen neuen Namen möglicherweise. OnePlus 10 Pro News, Google Pixel Watch gibt es auch neue Leaks zu. iPhone 14 ohne Notch. Pro ohne Notch. Neue Farben und Konsolenabdeckung von der PS5, das fand ich einfach eine interessante News. Eine Apple-App für Android, eine neue, die sehr gut bewertet ist bisher. Und es wird noch einen kleinen Rant geben zu HDMI, weil das die machen so ein bisschen einen auf machen USB. So einen USB-Move. HDMI macht auf USB. Genau. Ja, eigentlich auch ein guter Folgentitel. Ja. Okay, sagen wir das Oppo-Pferd mal von hinten aufzäumen und damit. Genau, ja, da bist du ja voll drin, Tom. Also die InnoDays, die finden schon seit ein paar Jahren immer statt. Da hat man zum Beispiel auch schon mal so das erste Mal ein Handy komplett ohne Buttons und so vorgestellt. Genau. War das mal damals. Dann hat man da auch schon das erste Mal die Unterdisplay-Kamera gezeigt, so ein Prototyp und so weiter. Und jetzt hat man da drei interessante Sachen vorgestellt. Fangen wir erstmal an mit der Retractable Camera, so auf Englisch. Yes. Die ausfahrbare oder einfahrbare Kamera. Dabei handelt es sich jetzt noch nicht konkret um ein Modell, sondern nur um die Technik, dass auf der Rückseite in dem Kameramodul quasi wie bei einer Digitalkamera, man so kennt halt, einfach wenn man zoomen möchte, da etwas herausfährt mechanisch. Das ist ein zweifach optischer Zoom. Das ist ein zweifach optischer Zoom, also 50 mm Brennweiten-Äquivalent. Und ja, das Ziel von dem ganzen Ding ist dadurch, dass du halt, wie bei einer echten Kamera, den Abstand zwischen der Linse und dem Sensor vergrößert, wird das Bokeh halt natürlicher. Du musst also nicht mehr so viel auf Software dich vertrauen, sondern es hat einfach einen natürlichen Bokeh-Look. Hast ja generell schon bei Telekameras, bei Teleobjektiven, hast ja sowieso schon immer so einen Bokeh-Look. Da wird es dann halt einfach nochmal ein bisschen verstärkt. Das ganze Ding kann natürlich, das ganze Ding fährt natürlich nur raus, wenn du es wirklich benötigst. So, und sonst ist es halt wirklich plan und auf einer Ebene mit dem Rest des Kameramoduls, steht also nicht weiter heraus. Das fährt in 0,6 Sekunden raus. Das ist auch wie bei den Pop-Up-Kameras, wenn du das Handy hinfallen lässt, dass das sich automatisch wieder reinfährt. Ich habe gesehen, es ist auch wasserdicht. Es ist auch wasserdicht, was ich fast am überraschendsten fand, weil Oppo noch nicht mal ein Handy, glaube ich, auf dem Markt hat, das ein IP-Rating hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das Find X3 Pro anzeigt. Ich glaube, kein offiziell. Ah, das Find X vielleicht. Ja, das 2 Pro hatte nämlich noch keins. Ich weiß gerade nicht, ob das X3 Pro das schon hatte, aber es ist dann auch was ganz Neues für Oppo. Und als Sensor ist da der Sony IMX 799? 766.
oder 66? Genau, ja, das ist nämlich der 50-Megapixel-Sensor, der eben auch im Find X3 Pro steckt als Haupt- und Nebenkamera und Ultraweitwinkelkamera. Und das fand ich eigentlich auch cool, dass sie es geschafft haben, halt da schon einen guten Sensor reinzupacken. Das ist jetzt nicht irgend so ein Schrottding. Ja. Was ich mich nur frage, weil ich hatte auch den Artikel von GSM Arena dazu gelesen, und die haben das so formuliert, als wenn das, die Kamera dann nur funktioniert, wenn sie ausgefahren ist. Oder habe ich das einfach falsch verstanden? Doch, also so habe ich es auch verstanden. Also die ist dann, du kannst sie nicht als normale Hauptkamera benutzen, wenn sie eingefahren ist. Das nur ist wenn die ausgefahren ist. Es ist die Telekamera. Es ist die Telekamera. Ja, genau. Okay. So, okay. Und du hast dann noch zum Beispiel eine Triple-Kamera. Du hast nur deine Hauptkamera und noch eine Ultraweitwinkelkamera. Aber wenn du dann Zoom machen möchtest, dann fährt die halt raus quasi und dann profitierst du halt von dieser besseren Optik. Es ist also nicht Haupt- und Dingenskamera in einem. Wobei das eigentlich auch cool wäre, aber dann musst du wahrscheinlich wieder ein anderes Objektiv oder sowas da rein, ich weiß nicht. Das kann sein, ja. Mit der Linse irgendwie, das mit der Biegung oder genau, was. Genau, so habe ich es verstanden. Ja. So, aber du hast halt, das Ding ist, du merkst an sich an der Kamera nichts, es ändert sich nichts. So, und du profitierst dann nur davon, wenn du es benötigst. Es ist ja so wie bei der Pop-Up-Kamera von der Frontkamera. Sie ist die meiste Zeit nicht da, aber wenn du sie brauchst, kommt sie halt eben raus. So. Finde ich eigentlich eine ganz, es ist ja vor allen Dingen auch die erste Generation von sowas. Also es gab das natürlich schon mal. Es gab ja schon auch an einem Smartphone, es gab ja mal die Samsung. Wollte ich sagen, hast du das gesehen? Smartphone-Kamera. Samsung Galaxy Zoom. Ja, ja, ich hatte die damals, fand ich die schon ganz geil. So. Ich fand das irgendwie ein cooles Konzept. Es war, ist dann nicht so gut gewesen in den Tests, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte wohl. Aber es gab es durchaus schon mal so in der Art. Es ist halt nur jetzt viel kleiner und noch ein bisschen unauffälliger. Und ich fände es dann auch cool, wenn das dann weiterentwickelt wird, dass du dann halt auch mehr als einen zweifachen Zoom vielleicht dadurch machen kannst. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal kurz das Rauschen ausmachen? Ja, das Mach ist das eine doch gute mal Idee. Vielleicht. Wir haben hier einen Heizstrahler haben, quasi. Ja, wir haben uns nämlich irgendwie gedacht, ja, wir bauen hier ein YouTube-Studio, aber da kommt keine Klimaanlage rein. Deswegen kann es ja schon mal sehr, sehr kalt sein. Ja. Oder auch sehr, sehr warm im Sommer. Genau. Das ist nämlich ganz schlimm, deswegen hatten wir gerade den Heizlüfter an. Ist mir nicht mal aufgefallen, weil ich schon so an das Gespräch, an das Geräusch gewöhnt bin. Also Entschuldigung, falls das gestört hat. Genau. Auf jeden Fall coole Technik, die sie ja vorgestellt haben. Und die sah jetzt auch nicht so unrealistisch aus, so als wenn das jetzt erst in 3 Jahren passieren könnte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht nächstes Jahr ein Smartphone damit rauskommen könnte. Ja. Durchaus. Also sah vielleicht jetzt nicht sogar so unfertig aus. X4 Pro, vielleicht auch ist das erst das X5 Pro, mal abwarten. Ja. Sonst haben sie noch die AR-Glas vorgestellt, die Air-Glas. Air-Glas heißt aber es einfach, ist halt eine AR-Glas, also eine AR-Brille. Aber eine halbe nur, genau, oder? Genau, also erstmal vorweg, AR, VR, falls das jemand nicht so ganz weiß. Also Augmented Reality. Augmented Reality, also ich habe auch Assisted Reality gelesen. Bedeutet aber neu dann. Mehr oder weniger das Gleiche ist halt so, also das, was ihr unterstützte, aber Augmented heißt halt erweiterte Realität. Beste Beispiel dafür ist eigentlich Pokémon Go, so, ne, man hat über die Kamera so ein normales Foto und es wird halt was digital reinprojiziert. VR ist dann nochmal was anderes, weil es dann wirklich so ein ganz geschlossen ist und du wirklich komplett weg bist quasi. Und da gibt es jetzt so eine Brille und das ist eher so ein Brillenaufsatz, würde ich fast schon sagen. Der wird dann an einer Seite, ich glaube rechts war es, quasi magnetisch an die Brille rangehaftet. Ich weiß nicht, ob es dann mit jeder Brille kompatibel wäre oder nicht. So weit sind sie da noch nicht. Aber das ist dann so ein kleiner Aufsatz, der so 30 Gramm wiegt. Und da ist so ein kleiner Mikroprojektor drin und natürlich, ich glaube, der Snapdragon 4100, der in der TicWatch zum Beispiel sitzt, so der das Ganze antreibt. Ah, okay. Und dann kann man sich quasi vor seine Brille, vor sein Auge sowas projizieren lassen. Also das kann zum Beispiel für so Statusinfos wie Kalender, Benachrichtigung, Navigation. So Navigation, ein Beispiel war da auf dem Fahrrad, so, ne, man fährt los und dann steht, okay, du musst gleich links, wie so ein HUD, also so, ne, wie heißt das nochmal? Ja, Heads-Up-Display hat man ja auch in Autos. Beim Zocken halt. Ja, oder halt in Autos mittlerweile auch, so, dass man da so ein paar zusätzliche Infos hat. Oder halt als Teleprompter für Präsentation, ne, dann kann man da so seine Stichworte einfach so hat da vorm Auge, kann so reden. Das waren so die Anwendungsbeispiele, die dafür hatten. Und sah schon ganz cool aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die sogar raus. Echt? Nicht nur für Entwickler oder so, sondern wirklich für, ja, aber Limited, wenn ich in China lebe, kann ich sie kaufen. Ja, aber so Limited auf jeden Fall war das, glaube ich. Nur China, ne? Ja, nur China, klar. Aber theoretisch ist sie da verfügbar auf eine Art. Gibt sogar zwei verschiedene Farben, extra Brillen, Etui. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Akku ist und wie lange das dann hält. Das haben sie auch, glaube ich, nicht verraten. Sieht aber sehr interessant aus, weil es halt, du kannst sie dann nur benutzen, wenn du sie brauchst. Du musst nicht so eine Brille aufhaben. Ja. Weißt du, das finde ich immer, es muss halt irgendwo zu dem Punkt kommen, wo es halt aussieht wie eine normale Brille. So, und wir hatten ja auch mal hier die von
Unreal hier und die ging schon so in die Richtung, aber die wäre auch dicker und da war dann festes Kabel dran und so weiter mit dem Handy verbunden. So, das sieht schon, es geht schon so in die Richtung, in die ich mir das wünsche. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da bald noch mehr gibt, weil ich hatte auch dann mitbekommen, gelesen, dass Google auch jetzt ein eigenes, wie so ein Open-Source-Ding, irgendwie so ein Grundgerüst anbietet für so AR-Glasses. Nicht, dass sie jetzt selber direkt wieder Hardware rausbringen, wie damit mit den Google Glasses. Ja. Die ja eher so ein Flop waren, würde ich mal behaupten. Sondern dass sie einfach so ja das Grundgerüst bieten, wie zum Beispiel Chromium für den als Basis, was du dann benutzen kannst, oder halt das eben das Stock Android, was dann jeder so anwenden kann, nur das Ganze eben angepasst auf Smart Glasses, auf AR Glasses. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da nächstes Jahr noch ein bisschen mehr zukommt. Aber das eigentliche Highlight war ja das Foldable. Das Oppo Find N, es war schon vorher so ein bisschen angeteasert. Yes. Ich war dann aber überrascht, dass es dann auch wirklich kommt. Ich dachte halt auch, es wird irgendwie Konzept und gezeigt und so. Ja. Und ich dachte, die machen, ja, okay, wir haben auch mal was gemacht, so, aber es gibt ja schon Foldables, wir müssen jetzt nicht mehr mitmischen, aber hier, wir können es auch mäßig, habe ich so gedacht. Und dann bringen die das raus und es scheint, für mich persönlich, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber es scheint das beste Foldable zu sein. Das ist auch so, also es ist erstens der Eindruck der Tester, was ich schon geguckt habe. Ich habe schon so 4, 5, 6 Videos geguckt, weil ich es auch echt geil finde. Es sind halt, und das liegt vor allen Dingen am Formfaktor. Also es ist jetzt nicht neu in dem Sinne, dass es sich so faltet wie ein Z Fold 1, 2, 3 von Samsung halt. Also sprich, du klappst das auf wie so ein Buch und hast vorne außen noch ein extra Display. Nur es ist halt viel... rechteckiger. Es ist nicht so schmal, es ist eher breit und es hat auch nur vorne ein Display von 5,49 Zoll oder sowas. Das ist es halt für mich. Klein. Es ist so groß wie ein iPhone 13 Mini ungefähr in der Diagonale. 5,49 Zoll sind es, ja. Also es ist ein iPhone von der, ist das so ein Mini? Krass. Ja, das ist alle 5,49 und ich glaube iPhone 13 Mini hat 5,4 Zoll und das hat 5,49 oder so. Also es ist ganz knapp beieinander. Rand ist natürlich ein bisschen dicker und es ist natürlich auch dicker, aber du willst ein kleines, oder ganz viele wollen ja ein kleines Handy und du hast dann halt einfach, der Effekt ist größer, ey, ich brauche jetzt mehr Display, weil zum WhatsAppen brauchst du kein 7 Zoll Display. Nicht? Nee, will ich nicht sagen. Aber weißt du, so für alles, was du so machst, das ist das ähnliche Prinzip wie bei der rausfahrbaren Kamera, du hast es dann nur, wenn du es brauchst. Mhm. So, und du hast nicht den Dauerzustand, dass es immer, weißt du, draus guckt oder so, wenn du es 90% der Zeit gar nicht brauchst, sondern da hast du es so, du Fotos machen oder wie auch immer. Aber wenn du dann mal ein Video gucken möchtest, dann klappst du es aus und dann hast du, glaube ich, 7,1 Zoll in der Diagonale. Es ist fast quadratisch, sind irgendwie 8,4:9 oder so. Ja, es ist sehr, sehr nah am Quadratischen. Es ist ein bisschen mehr im Querformat, als es hoch ist. Also es ist nicht ganz perfekt quadratisch, aber es ist sehr nah dran. Ja, aber trotzdem sieht dann, glaube ich, sehen Medien dann trotzdem noch ganz cool aus. Du kannst natürlich falten, Oppo hat sich so ein paar Sachen ausgedacht, du kannst zum Beispiel, wenn du eine Notizen-App öffnest, kannst du es wie einen kleinen Computer benutzen, ist unten die Tastatur, oben den Text. So. Was halt auch dafür spricht, dass sie die, wie heißt das denn auf Deutsch? Hinge auf Englisch. Der Scharnier quasi. Das Scharnier, hinten. Gut, dass ich deutsche Wörter vergesse. Cringe, wie du Hinge nicht weißt. Ja, genau. Ja, weil man halt die ganzen Medienberichterstattungen immer auf Englisch dann meistens guckt, oder ich zumindest. Genau, und das heißt, das haben die halt so schon hinbekommen, dass die halt in mehreren Winkeln einfach stehen kann, dass die fest ist, was ja auch schon nicht schlecht ist. Zwischen 50 und 120 Grad kann das frei stehen. Ja, das ist schon ganz nice. Genau, und in das Display ist dann auch 120 Hertz ein OLED natürlich, auch mit diesem Ultra Thin Glass von Samsung. Das Panel kommt auch von Samsung. Ist sogar ein LTPO, genau, also kann dann von 1 Hertz bis 120 Hertz hochgehen. Und was ich in den ganzen Videos schon gesehen habe, ist, dass die in der Mitte eben nicht mehr diese Vertiefung haben, so krass, wenn du es aufklappst, sondern dass das irgendwie ein bisschen glatter alles aussieht. Ja, das ist, du hast auch angeblich auch nicht so eine krasse Knickfalte, soll bis zu 80% weniger sichtbar sein, was daran liegt, dass sie das nicht wie das Fold, das halt irgendwie so klappen, sondern es ist wie wenn du dir ein Blatt Papier vorstellst, so und das so nur oben quasi zusammenfällt und dann wird ja unten entsteht so ein Tropfen und so und deswegen das nennen die dann halt auch Waterdrop Design, dass unten dann in dem Scharnier kann sich das Display eigentlich sogar so entspannen, das hängt dann da locker drin mehr oder weniger und das wird dann erst gespannt, wenn es auf voller Breite ist, so mehr oder weniger, so habe ich es verstanden.
Und das soll das halt langfristig schon. Manche meinten in den Test, ey, man sieht kaum etwas. Ja, manche meinten, okay, man sieht es schon, wenn man darauf achtet. Aber also von der Idee her finde ich das am besten. Und es schließt trotzdem komplett. Weil beim Fold hast du ja immer noch, dass du diese Lücke hast, wo du so durchgucken kannst, mehr oder weniger. Und das schließt trotzdem komplett. Also dieses Scharnier, das besteht irgendwie aus 120 Einzelteilen und so, ist wohl sehr filigran gearbeitet. Und das macht schon alles Sinn. Das eliminiert so ein bisschen die größten Probleme, die ich immer mit Foldables hatte, weil ich großer Foldable-Hasser bin. Ne? Ja. Also nur zertifizierte. Hass, also hey, zertifiziert. Nee, aber das ist so Knickfalte weg und starkes Scharnier und kompakter halt an sich auch. So, von daher ist das für mich so richtig nice. Ich finde es auch sehr gut und vor allen Dingen halt das Hauptding, was auch die ganzen Tester gesagt haben, ist halt, dass du vorne das Display halt wirklich wie ein normales Smartphone nutzen kannst. Beim Fold hast du halt, dass es so in die Länge gezogen ist, halt sehr schmal und du kommst oben gar nicht dran und alles. Hier hast du halt außen, das Display ist, glaube ich, nur 60 Hertz. Ich weiß nicht, ob es ein OLED ist oder ein 60 Hertz, LCD. Aber 60 Hertz OLED, meine ich. OLED, ja. Genau, aber gut, ne, ist dann halt so. Wenn du halt 120 Hertz zum Zocken oder sowas haben willst, dann nimmst du wahrscheinlich eh lieber das größere Display. Deswegen, ich bin sehr beeindruckt. Ist halt schade, ist bisher China-exklusiv. Aber da auch ziemlich günstig. Ich glaube, es sind umgerechnet, waren es nicht nur 1.100 Euro oder so, 1.070 Echt? Euro. Alles wäre selbst mit Importpreis, wäre es unter dem UVP von dem Fold 3. Ja. Also wenn die das irgendwie hinkriegen, dann würde ich da echt Potenzial sehen. So, die müssen natürlich noch die Software ein bisschen besser anpassen. Die haben sich so ein paar Sachen ausgedacht. Was cool ist, Multitasking, Splitscreen, machst einfach Gestensteuerung, gehst mit zwei Fingern so drüber. Ja. So wie Fruit Ninja mäßig. Das schon. Und dann ist, ja, genau. Ich habe hier im Livestream, Anna, so ein bisschen, dass der Bildschirm die ganze Zeit schwarz wird. Ja, ich weiß nicht, wo man Okay. Also, solange es hinterher in der YouTube-Aufnahme dann nicht auch so ist, ist ja okay. Verteilt uns leid. Die technischen Schwierigkeiten. Heute ist der Wurm drin. Wir haben gerade schon ein Video aufgenommen, was komplett keinen Ton hatte. Ja. Also von daher, verzeiht uns das. Wir gehen langsam auch schon in den Weihnachtsurlaub, zumindest im Kopf, beziehungsweise in der Technik. Genau. Ja, also Oppo Fold N, Find N. Find N. Find N. Wir haben Bock drauf. Wofür steht das N? Next? New? Nothing. Notch? Nee. Nee. Find nee. Find nee. Find N. Ist halt wie so halt. Ist ein deutscher Artikel. Okay. Nee, auf jeden Fall sehr cool. Schaut euch das gerne an. Wir haben natürlich auch einen Artikel bei uns auf der Seite. Wir kriegen es wohl angeblich auch. Habe ich klar gemacht. Ja? Von Trading? Nee, von Oppo. Von Oppo? Also vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber wenn eins über ist, kriegen wir noch eins wohl. Ich behaupte das jetzt einfach vor in einem Livestream. Da hast du gar nichts einfach unter Druck setzen. Ja, das haben ja auch schon andere Leute. Aber wenn ein Testsample über ist, kriegen wir wohl eins. Geil, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, genau, abonniert dann gerne bei YouTube, da wird dann safe auch ein Video kommen, wenn wir es denn bekommen. Ja, dann ganz kurz, sind ein paar kleinere News, die ich aber noch trotzdem mit reinnehmen wollte. S22, das Ultra, das hatten wir letztes Mal schon besprochen, dass das ein S-Pen bekommen soll. Und das soll laut einem Leaker wohl umbenannt werden dann zu S22 Note. Oh. Das, Ultra heißt es dann wohl nicht mehr. Oder Ultra Note? Das wäre schon ein bisschen sehr... Ultra Note. Ich meine... Klar, Smartphone-Hersteller haben eh keine Skrupel, was Namen angeht. Nee. Ultra ist jetzt schon auch wieder aus. Wieder back to Note. Genau, fände ich ganz witzig, fand ich eine ganz coole Sache. Und Dummies waren jetzt auch schon im Hands-on, also dieses Design mit diesen einzelnen Linsen und so, das scheint mehr und mehr fest zu sein. Okay. Das soll ja auch schon im Februar vorgestellt werden. Okidoki. Genau, dann OnePlus 10 Pro, auch da gibt es eine neue News nur. Und das ist beim Laden, es waren ja bisher 120 Hertz. 120 Watt, waren die Leaks und die Gerüchte, dass das kommen soll. Soll aber jetzt nach den neuesten Sachen nur mit 85 Watt kabelgebunden geladen werden können. Kabellos dann weiterhin mit 50 Watt. Mein Gott. Genau, das wären dann nochmal 20 Watt mehr als bisher. Bei OnePlus waren es 65 immer das Maximum. Also, ja, reicht wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade sagen, also ich muss sagen, ey, ich finde es auch interessant, auch spannend, so wie schnell das alles geht und klar so, aber also ich muss sagen, also ich wäre auch fein damit, wenn es jetzt das Leben lang auf 65 Watt bleibt. Sag mal, also das ist schnell genug, das ist eine halbe Stunde oder so. Die ja, letztens Zeit 10 Minuten war das OnePlus, was war es denn, 9. Ja. Und es war dann irgendwie von 30% auf über 60 oder sowas auch in 10 Minuten. Oder ey, haut lieber in jedes Handy kabelloses Laden rein, halbwegs. So anstatt jetzt
Ja, 400 Watt. Das lädt jetzt in 7 Sekunden auf. Ja, okay. So. Mir fällt gerade eine News ein. Ich weiß nicht, ob du dazu schon was gesehen hast. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Aber da weiß ich, ich habe es nicht weiter recherchiert. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt wohl, oder Samsung und noch irgendjemand, haben einen neuen Chip oder neue Chip-Technik oder so. Mhm. Sehr spezifisch bisher. Ja, die eine Akkulaufzeit von bis zu einer Woche bei Handys ermöglichen sollen. Das habe ich halt schon tausendmal gehört in den letzten 10 Jahren. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß weder die Quelle, ich habe nur die Headline. Bisher waren es immer Graphene-Batteries, das war immer das Ding. Da warten wir noch drauf. Ne? Das war immer bisher so die Versprechung, dass das bald kommt und dass die dann ermöglichen, dass so ein Ding halt 4 Tage durchhält oder so. Aber stimmt, so ein Artikel, der 2 Jahre alt war. Ich habe ihn irgendwie zufällig gesehen. Vielleicht finden wir noch, dann packen wir in die Beschreibung. Ja, wäre natürlich cool, aber ja. Mal sehen. Lädt so schnell auf und dann hält es aber auch eine Woche. Naja, wer weiß. Irgendwann Zukunft? Zukunft. In der Zukunft kommt auch ein iPhone 14 Pro raus und ein Pro Max und ein iPhone 14 und ein iPhone 14 Max. Das Mini wird ja anscheinend gestrichen. Es gibt dann einfach eine größere und kleinere Variante von dem neuen, von dem normalen. Und beim Pro und Pro Max soll es dann wohl keine Notch mehr geben. Das gab es jetzt aus 2, 3 verschiedenen Quellen tatsächlich. Es soll dann halt ein Punchhole sein, wahrscheinlich mittig. Wie gesagt, also... Finde ich auch immer noch ein bisschen... Ich glaube es nicht. Ich glaube auch noch nicht ganz dran, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also klar kann das passieren. Ich kann mir das nur vorstellen eigentlich. Also in meiner, so wie man Apple kennt, gut, sie machen ein paar unvorhergesehene Sachen manchmal. Unlogische Sachen vielleicht auch. Aber wenn sie einem MacBook Pro jetzt eine komplett sinnlose Notch verpassen, so, dann soll es ja anscheinend wie ein Markenzeichen werden. So... Und das hat das iPhone, das erkennst du immer daran. Und wahrscheinlich ist 90% der Leuten egal, dass da oben so eine Notch ist, weil die nicht mal wissen, dass das Ding Notch heißt. So, das kauft und dass man es auch nicht haben könnte. Oder und so, dass man es auch nicht haben könnte. Und es ist auch egal. Und wenn man das für Face ID halt kriegt, dann ist es den meisten das auch wert. Und dann sieht es, weißt du, aber das ist so den Markenzeichen geworden, so dass es halt vielleicht, dass man sich da wieder einen Vorteil nehmen würde, um ein generisches Design zu nehmen. So. Ist halt die Frage, also warum, ich kann mir das nur, ich habe das Gefühl, die gehen erst davon weg, wenn sie es komplett unter Display haben. Darunter, ja, wäre jetzt auch meine Vermutung, aber ja, das waren halt so die aktuellen Leaks. Das sind die normalen Modelle, das 14 und 14 Max ohne Pro, sollen dann aber weiterhin die Notch haben und auch ohne 120 Hertz weiterhin auskommen. Ja, okay. Also ohne 120 Hertz weiterhin? Ja, das sind die aktuellen Analystenberichte. Ach so. Genau. Analysen, ja. Dann noch eine kleine News, die ich ganz witzig fand, auch zu Apple. Es gibt eine neue Android-App von Apple. Boah. Sie heißt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Tracker Detect oder so? Ja, genau, Tracker Detect, das ist für die AirTags. Wenn man davon verfolgt wird, oder man kann dann checken, ob man davon verfolgt wird, wenn jemand halt quasi so einen Tracker irgendwie einen unbemerkt in den Rucksack gepackt hat oder sowas, um einen halt tracken zu können, mit welcher Absicht auch immer, dann kann man das mit dieser App wohl aufspüren, die halt offiziell von Apple kommt für Android und die hat bisher 2,4 von 5 Sternen. Boah, ist doch ganz gut. Ja, sehr gut. Und das Ding ist wohl, dass man 15 Minuten die im Vordergrund, also wirklich geöffnet haben muss, um diesen Scan durchzuführen, ob man getrackt wird. Ich kann mir so vorstellen, wie die bei Apple sitzen in Softwareentwicklung und wissen, okay, wir machen jetzt eine Android-App. Wie können wir die abfangen? Wie, ist die richtig, wie können wir die richtig schlecht machen, ja. Ja, ja, fand ich nur ganz witzig. Ja, okay. Keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so schwierig, dass irgendwie im Hintergrund der Standort abgefragt wird. Ich meine, für ein Mi-Band oder so musst du Mi Fit auch die Rechte geben, wenn du die ganze Zeit deine Wetterdaten haben willst oder so. Ja, gut. Aber dass eine Apple-App auf Android nicht ganz so gut funktioniert. Man muss aber sagen, also Apple macht ja, was Software angeht, viel gut, aber bei so ein paar Sachen, die sind echt komisch, weil ich finde die Apple TV Plus App oder so auf dem Fernseher, finde ich auch nicht so geil. Nee. Also das ist eher so Prime Video Level, vielleicht ein bisschen drunter. Wenn du überlegst, wie gut Amazon ist und so, da ist die halt, also weiß ich nicht. Ja, Deutschland ist immer noch an Netflix, finde ich. Ja, ja. Danach kommt alles andere. Genau. Und noch eine kleine Sache, PS5 Konsolenabdeckung, die hatten ja mal die Brand verklagt. Weil die ja so Konsolenabdeckungen gemacht haben und das wurde damals schon vermutet, dass, und sie hatten sich dann auch patentieren lassen, diese Cover und jetzt
bringen sie auch eigene raus oder haben schon eigene rausgebracht, zumindest vorgestellt offiziell, in so ein Galaxy Colors quasi. Also es ist so ein bisschen Space-themed. Es gibt ein Rot, es gibt so ein Hellblau, es gibt ein Violett, es gibt ein Rosa und es gibt Schwarz. Die normalen Cover sind ja weiß. Hier, ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast. Und passend zu den Farben gibt es jeweils auch dann die Controller in diesen Farben. Genau, das heißt irgendwie Galaxy oder Space Collection oder irgendwie sowas. Du nimmst die pinke da, ne? Ich nehme die pinke, genau. Ne, ich glaube, ich will einfach gar keine nehmen. Ich mag das Design eigentlich. Das Einzige, was ich mir find die aber auch nicht schön, holen würde, wäre den schwarzen oder roten Controller. Die finde ich ganz nice. Ich finde die Farben, die finde ich schon, also wenn du überlegst, dass das Ding ja wahrscheinlich in deinem Wohnzimmer steht. Ja. Da musst du halt Bock haben auf so einen Farbkriegs in der Schwarz Bude. Schwarz könnte ich mir halt vorstellen, dass das ja, relativ okay, beliebt ist. Aber so. Ja, das, selbst das Blau oder so ist ja ziemlich hart. Ja, die ist hellblau und das ist schon sehr auffallend. Das ist was für Dave 2D vielleicht, aber ja, sonst, vielleicht. Sonst ist auch nicht. Ist das Tier? Weiß ich nicht. Ja, so nah dran. Genau, und die schlimmste News der letzten Wochen, HDMI. RIP. RIP HDMI, ja. HDMI kennt man, ne? Schau mal, ist der Nachfolger. Ne, HDMI, oder? Ja, Leute, ne? Skat, ne? Genau. Nee, und die HDMI hat ja auch ein... Firma nicht dahinter, aber quasi so wie so ein Verwaltungsagency dahinter. Wie nennt man sowas? Eine Organisation einfach. Ja, ich glaube, die heißt Foundation, HDMI ja, okay. Foundation oder sowas. Die halt quasi diesen Standard festlegen. Ja. Das ist ja meistens ein Zusammenschluss von mehreren Firmen und sowas. Und die legen diesen Standard dann fest, damit ihn dann alle konform dazu nutzen. Und es gibt ja den neuesten Standard, den aktuellsten Standard, HDMI 2.1. Und der hat ja dann so neue Features wie 48 GB pro Sekunde an Datendurchsatz. Dadurch wird dann sowas gemacht, wie dass man 8K überhaupt gucken kann oder 4K mit 120 Hertz, was dann auch die neuen Konsolen oder die aktuellste Grafikkartengeneration kann. Raytracing ist, glaube ich, nicht davon beeinflusst, aber variable Refresh Rates und sowas alles. Mhm. Und das sind eigentlich alles so spezielle 2.1 Features. Das heißt, wenn man auf einem Fernseher 2.1 sieht dann oder auf einer Konsole, dann erwartet man eigentlich, okay, der unterstützt diese Features. Und jetzt haben sie einfach HDMI 2.0 abgeschafft und einfach gesagt, das ist jetzt alles 2.1 und die Hersteller von den Fernsehern oder von irgendwas müssen einfach dazu schreiben, welche Features denn unterstützt werden und welche nicht. Was halt HDMI 2.1 dieses Label komplett obsolet macht. Ja. So. Das ist halt komplett... bescheuert. Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sich dann vielleicht Sachen mehr verkaufen. Ich hab mir die Begründung noch nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Aber mir ist mir auch egal, weil es halt einfach doof. Warum? Aber ich will, das ist bei USB genauso. Warum ist Standard nicht Standard? Ja, so, ja, das genau. Check ich einfach nicht. So, wenn ich doch bei USB ist es ja noch schlimmer. Ja. Weil das ist ja 3.0, 3.1, 3.2, Gen 1, Gen 2 ja. Und wie auch immer. Aber so, ich will das wissen, so, ja. Das soll das haben. So, und das soll schnell einsehbar sein, wenn ich das googeln möchte. Und dann ist gut. Ja, also verstehe ich nicht. Man entwertet dadurch halt komplett diese Badge. HDMI 2.1 heißt einfach gar nichts mehr quasi. So, also es kann auch ein HDMI 1.4 Kabel als HDMI 2.1 dann verkauft werden, weil es gibt kein Zertifizierungsverfahren aktuell mehr wohl für 2.0. Es ist einfach eingestellt, dass es alles jetzt integriert in 2.1. Und dann müssen einfach die Hersteller dazu schreiben. Ein Beispiel, wie die Seite darauf gekommen ist, TFT Central, die haben das zuerst berichtet und die haben auch bei HDMI der Organisation dann nachgefragt. Und so kam das erst ans Licht. Es war tatsächlich ein Xiaomi-Monitor, der einen HDMI 2.1 Anschluss hatte, dann aber ein Sternchen hatte und dann im Kleingedruckten stehen hatte, dass die maximale Auflösung trotzdem 1080p ist. Ah ja. Mit irgendwie 240 Hertz oder sowas dann aber. Und dann sind die halt dutzig geworden, haben gesagt, hey, dann kannst du doch nicht 2.1 schreiben. Und ja, es ist einfach kompletter Macht uns unseren Job Quatsch doch nicht jetzt. Schwerer. Ja. Ja, und als Otto normal, also... Ja, du bist ja gar nicht mehr durch. Überhaupt nicht durch. Du erwartest dann 2.1. Ey, meine PS5 hat 2.1. Ich brauche einen neuen Fernseher. Ah, der hat 2.1. Dann kaufe ich den, dann passt der ja wohl. Nee, halt nicht. Das ist ein ganz alter Fernseher, der nichts kann quasi. Ja, aber ich meine, selbst das setzt schon überhaupt zu wissen, was HDMI 2.1 ist, setzt ja schon voraus, ja. Sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und dann noch so diese Verzweigung. Also das, ja. Da gibst du doch schon auf beim Recherchieren. Ja, also passt auf, wenn ihr irgendwie neue Fernseher oder irgendwas mit HDMI 2.1 kauft, weil... Kannst du mal eine Petition machen oder so vielleicht?
gib uns HDMI 2.1 zurück. Die Petition müsste kommen von, weiß ich nicht, Xiaomi. Allen Herstellern der Welt. Nee, oder aber so. Die wollen das wahrscheinlich nicht, weil für die ist es halt, ist halt ja ein Verkauf. 2.1 ja, für die ist es ein Upsell. Und mit dem Sternchen können sie das immer. Ja. Das ist wahrscheinlich. Und dann kaufst du das und dann denkst du, ja komm, jetzt schicke ich es auch nicht zurück und dann haben sie trotzdem Geld gemacht. Das ist ein schlimm. Abgekatertes Spiel ist hier. Schlimm. Die da oben. Genau. Ja, das war ein kleiner Rant zu HDMI 2.1. Sehr schön. Apropos Rant. Wie sieht's aus mit deinen Highlights? Einser-Überleitung. Ja, Highlights 2021. Und jetzt nicht so, wir wollten das nicht so machen, was sind so die besten, was ist das beste Handy, dazu haben wir schon ein Video live. Check's könnt aus. Ihr euch gerne angucken. Sondern einfach so, was sind so die persönlichen Highlights gewesen. Also jetzt also privat oder so, so schon Technik? Auch. Kann beides sein. Okay. Ich habe jetzt gar keinen. Habe ich ein großes persönliches Highlight? Ja, ich würde jetzt auch vielleicht keines mit rein. Also, das muss ja nicht peinlich sein. Kein persönliches Highlight dieses Jahr. Dass du dieses Jahr Tablets entdeckt hast oder so erst. nee, also ich habe ja ein paar Sachen. Eins, das erste ist hier tatsächlich von der Arbeit. Okay. Ein 75 Zoll LG QLED Mini-LED-TV. Nee, weil das mein erster live gesehener Mini-LED-TV war. Ah, ja. Deswegen fand ich das eine coole Sache. Da haben wir auch ein Video zu gemacht. Und ich fand das schon beeindruckend. Ich als OLED-Mensch, der zu Hause einen hat, fand das schon cool und sehr beeindruckend doch, wie gut Mini-LED da schon mithalten kann. Okay. Und wie schön der ist. Der ist natürlich auch sauteuer, keine Frage. Aber der hängt da übrigens, also da gucken wir mal. Genau, ja, da ist der Chat drauf. Beste Nutzung eigentlich für einen 75 Zoll Fernseher. Ja, auf jeden Fall. Twitch-Chat draufballern. Genau, deswegen fand ich das cool. Ja, okay, wir können es ja abwechselnd machen. Was war denn eins? Ich bleib direkt beim Fernseher, deshalb eher privat dann. Aber ich habe Anfang des Jahres einen Fernseher gekauft. Mhm. So, und das war ein Highlight, weil ich bin von einem 37 Zoll Toshiba auf einem 55 Zoll Samsung. LED, ganz normal. Der war halt mit Gutschein und alles, aber ich habe effektiv 230 Euro bezahlt. Ja, das ist echt wenig. Und für einen Samsung-Fernseher. Und der ist echt schön dünn und so. Und der sieht auch echt schick aus. Und ich bin voll zufrieden. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Pixel-Pieper wie ihr da teilweise. OLED war einfach nicht im Budget. Ja. Sag mal. Also ich verstehe schon, ich sehe schon den Vorteil, klar. Aber bis jetzt ist mir noch nicht großartig negativ aufgefallen. Ich sehe aber trotzdem das, wovor du mich gewarnt hast. Also ich glaube, in einem Jahr habe ich die Schnauze voll von Tizen OS wahrscheinlich. Vielleicht in 2 Jahren. Es wird schon langsamer. Dann werde ich das aber wahrscheinlich irgendwie in eine gute Setup-Box dann machen. Und dann geht es halt darüber. Aber es ist nicht so, also ich finde das Betriebssystem an sich okay. Ist mir einfach nur zu langsam teilweise. Mhm. Und auch manchmal Fehler. Also aus der App rausgeschmissen werden, aus dem WLAN raus. Das ist halt so ein bisschen nervig manchmal. Ja. Aber auch nicht so oft. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr happy damit, muss ich sagen. Okay. Das ist ein anderes Leben, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Fernsehen geguckt. Warte mal noch anderthalb Jahre, dann hast du auch keinen Bock mehr auf 55 Zoll, dann willst du 65 haben. Das ist nämlich bei mir jetzt schon der Fall. Ich weiß nicht, ich finde die Größe schon okay, glaube ich. Ja, das wäre mir zu groß. Nee, das wäre mir auch zu groß. Das würde bei mir auch gar nicht ins Wohnzimmer passen. Aber 65 habe ich ausgemessen, das ist das Maximale, was bei mir passt quasi. Ja, okay. Genau, dann, was ich einfach beeindruckend fand, waren die M1 X MacBooks. Tatsächlich. Also ich habe natürlich keins genutzt jemals, aber ich habe halt die ganzen Testvideos und so gesehen. Und gelesen und alles. Und das finde ich einfach krass beeindruckend, wie schnell sie da so viel Leistung reingepackt haben. Mit der Energieeffizienz vor allen Dingen. Das finde ich eigentlich noch das Beeindruckendere, dass sie so viel Leistung abrufen können und der Akku trotzdem so vergleichsweise lange durchhalten kann. Ist natürlich auch sauteuer, die Dinger, keine Frage. Ist halt wirklich ein Pro-Produkt, auch gerade mit den ganzen Anschlüssen und so. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, um in der Uni Notizen zu machen. Aber ja, fand ich einfach, das war mal wieder ein Apple-Produkt, wo ich wirklich gedacht habe, so krass, das haben die echt, da sind die echt anderen schon ein gutes Stück voraus. Kann ich mich einhaken, sehe ich auch so, finde ich auch krass, es ist bei mir jetzt schon der Fall, es ist fast zu overpowered so, ich hätte da gar keine Verwendung so klar, krass für. Ja. Ich muss sagen, aber ich nutze hier das das M1 MacBook Pro, das komische MacBook Pro, was eigentlich nicht viel besser ist als das normale MacBook Air mit dem normalen M1-Prozessor. Und ich muss auch sagen, ich bin heftig zufrieden damit. Das funktioniert so gut. Ich habe auch die größere Variante, aber ich habe da auch die Woche wieder ein Adobe Premiere Video drauf geschnitten, während ich so 20 Chrome-Tabs aufhabe und noch Photoshop. Und ich schneide das 4K-Video da einfach drauf, exportiere das. Okay, das ist ja nicht ganz so lang, aber das ist 20 Minuten oder so gedauert. Und der Lüfter, der geht dann, da habe ich das erste Mal den Lüfter gehört. Mhm. In so einem dünnen Laptop. Ja. So, ne? Also die Leistungen, die es schon in den normalen M1-Dingern, wenn man mal gelegentlich so kreativ Arbeit macht, ist das schon
richtig, richtig krass. Ich habe auch teilweise 50, 60 Chrome-Tabs auf. Kein Problem mit diesen 8 GB RAM, die da drin sind. Ja. So, gar kein Thema. Also das muss ich schon, das funktioniert auch echt gut, die ganze Software-Umsetzung da. Die einzige App, die immer Probleme macht, ist Spotify, aus irgendeinem Grund. Wirklich, ja, daran scheitert es. Aber die ganze gut. Adobe Creative Cloud ist mittlerweile, also Premiere ist auch auf Apple Silicon schon umgemünzt und so. Da bin ich, also kann ich nur empfehlen. Das glaube ich, glaub, das normale Air reicht sogar schon. Das hat ja gar keinen Lüfter, aber bei Dauerbelastung, gerade wenn man öfter mal Videos exportiert, ist der Lüfter des MacBook Pro M1 dann schon sinnvoll. Yes. Okay, das war jetzt eigentlich schon mein Highlight. Jetzt hast du dich einfach eingeklingt. Na gut, dann mache ich einfach noch mal weiter. Ich habe nämlich noch ein paar. Galaxy Watch 4 fand ich persönlich sehr geil. Die erste Wear OS-Uhr seit Jahren eigentlich, die wieder, die du einfach jedem empfehlen kannst. Weil die TicWatch Pro-Reihe, die will ich gar nicht schmälern, aber die ist halt schon sehr groß. Und die muss einem halt auch gefallen. Das ist jetzt nicht so das mainstreamigste Design mit diesen zwei Displays und so klobig und groß, wie die ist. Und gut, die Marke ist natürlich auch nicht so breit in der Masse bekannt, dass man, dass jeder da sagt, ich kaufe mir eine Tickwatch. Bei Samsung ist die Bereitschaft da sicherlich größer. Und dadurch, dass sie sich halt mit Google zusammengetan haben, gab es so viele Software-Updates für Wear OS-Apps oder auch neue Wear OS-Apps, die das erste Mal jetzt da vertreten sind auf der Plattform. Ja, da ist einfach jetzt ein neuer Drive hinter und da, ja, das ist halt alles der Galaxy Watch 4 zu verdanken, die schon echt gut ist, bis auf die Akkulaufzeit. Anderthalb Tage halt weiterhin, aber die fand ich schon echt schön. Sowohl die normale als auch die Classic, wobei die Classic natürlich schöner ist mit dem mit der drehbaren Lünette. Mit der drehbaren Lünette. Genau. Das war ein persönliches Highlight. Okay, mein Highlight, ich glaube technisches Highlight war Anfang des Jahres, das Oppo X 2021. Was ich mit Anna mir in Düsseldorf anschauen durfte. Ja. Das erste Rollable-Smartphone der Welt. Erstmal ist ein Highlight davon, dass das Video gut funktioniert hat und ein paar Klicks bekommen hat. Aber auch dieses Handy mal zu sehen, also auch mit einer ersten in Deutschland überhaupt, in Europa glaube ich sogar. War ich, glaube ich, der Erste in Europa, mehr oder weniger, der das als Journalist in der Hand hatte. Und ich habe es direkt geschafft, kaputt zu machen. Direkt dafür gesorgt, dass der Akku leer geht. Es war kurz, es ging dann wieder, aber ich hatte schon fast im Technik-Fault hier seinen Besuch da abonniert. und den Leuten von Allround PC, liebe Grüße an der Stelle. Ja, aber das war richtig krass, das mal in der Hand zu haben, dass wir uns das angucken durften. Das war irgendwie so, das kam wohl auch auf dem InnoDay letztes Jahr dann vorgestellt, quasi, und das dann wirklich in echt zu sehen, ist schon, ich war schon, hat gut funktioniert, das war was ganz Neues irgendwie, und ja, seitdem bin ich Team Rollable und nicht Team Foldable, auch wenn Oppo das jetzt wieder geändert hat. Also aktuell ist Oppo mein Favorit in Sachen in irgendwie Innovation tatsächlich, was Smartphones angeht. So, muss ich schon sagen. Also das Oppo X 2021, vielleicht kann man das Video hier noch verlinken, vielleicht aber auch nicht, sonst sucht es einfach, das werdet ihr sehen. Genau, ja, fand ich, war ich auch neidisch durchaus, dass ich da nicht mit konnte. Weiß gar nicht, wieso nicht. Wahrscheinlich, weil es in Düsseldorf war und ja, du einfach in da Düsseldorf wohnst. Oh, jetzt habe ich deine Stadt verraten. Ich wohne in Köln. So, ich meine, aus meiner auch raus. Ja, sagen wir so, ca. 80% aller Leute hier wohnen in Düsseldorf oder in Köln. Genau. Genau, dann Pixel 6 fand ich einfach nur cool, weil es so günstig ist für das, was man da bekommt. Ja. Mhm. Weil du kriegst halt die Pixel-Kamera, den Pixel-Chip für 650 Euro UVP, was ja durchaus noch ein bisschen sinken könnte in, mit Angeboten und dies und das. Fand ich einfach einen guten Deal. Der Julian hat ja das 6 Pro und das ist ja auch schon ziemlich geil. Und das 6er ist ja nur einfach eine Kamera weniger und eine bisschen schlechtere Frontkamera, bisschen kleineres Display, flaches Display, was sogar besser ist, naja, in meinen Augen. Deswegen fand ich das einfach einen guten Deal, einfach so, was sie da rausgebracht haben. Was durchaus auch ja, ein bisschen dafür sorgen könnte, dass andere gucken müssen, wo sie bleiben, damit sie da preislich auch Konkurrenz mit der Google Konkurrenz mithalten können. Deswegen finde ich das ein gutes Produkt gewesen. Ich überlege gerade, ich fange erstmal an mit, soll ich direkt, ich überlege gerade, ob ich Handy jetzt machen soll. Ich habe noch zwei Stück danach und noch die Empfehlung der Woche. Ich überlege gerade bei Handys, es gibt so, welches Handy mich so richtig begeistert. Auf eine Art muss ich sagen, das Realme GT Master, nicht mal die Explorer Edition, die wir dann getestet haben, sondern das Master, wovon ich noch diese nächste Woche noch einen Kurztest machen muss, die abgespeckte Variante, aber das ist so oft im Angebot gerade, es gibt es für 300 Euro und das hat jetzt Realme das erste Mal geschafft, Xiaomi zu überholen in dieser Preiskategorie
und einfach das Handy für 300 Euro gemacht irgendwie. 120 Hertz OLED, 65 Watt Laden, Snapdragon 778. Also wirklich so ein Mini-Flagship. Mhm. Und dann noch dieses Kofferdesign, wenn man es möchte. Auch noch mal was Einzigartiges noch irgendwie mit reingebracht. Für echt wenig Geld, so muss man, also ich empfehle gerade jedem dieses Handy. Du brauchst gerade nicht mehr, einfach so. Und ich mag Realme UI. Muss ich sagen, wo Xiaomi jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer diesen Bereich so abgedeckt hatte, immer gut abgedeckt hat und auch da gute Handys hat mit dem Mi 11 Lite. Aber ich würde sagen, Realme hat es das erste Mal geschafft, wirklich zu überholen. So, und das finde ich schon interessant, weil das ein bisschen für Konkurrenz sorgt, glaube ich. Und ich muss sagen, das iPhone 13 Pro hat mich auch krass überrascht. Nicht überrascht, aber irgendwie dann die Kamera, so, und auch die Videokamera, habe damit dann so ein bisschen gefilmt und so. Das fand ich schon echt krass. Das sieht einfach gut aus. Ja. So, du musst nicht viel machen, also es sieht einfach richtig gut aus. Also ähnlich wie beim Pixel 6. Da ist der Pixel 6 der krassere Deal natürlich, weil du gleich gute Fotos machst, auf jeden Fall für die Hälfte des Geldes. Yes. Ne? Tatsächlich, aber das 13 Pro, die Videokamera, da könnte ich mir vorstellen, ja, du kannst einfach einen YouTube-Kanal damit starten und das wird keiner merken. So, MKBHD hat dann ein Video gemacht. MKBHD hat auch letztens wieder im Tweet gesagt, dass er ab und zu einfach Schnittbilder mit einem iPhone dreht und reinpackt, ohne es zu kennzeichnen. Ja. So, und das fällt halt nicht auf. Das ist halt schon, und also wenn ich überlege, was das für ein Problem manchmal ist hier in der Produktion mit Kamera und Ton, wir haben, wie gesagt, vorhin was vergeigt so mit dem Ton, und da hast du einfach so ein kleines Gerät, was du eh dabei hast, und es kann zu 95% einfach professionelles Equipment ersetzen, so das, oder zu 90% oder so. Zumindest YouTube. Zumindest ergänzend. Für YouTube. Aber ey, selbst, ich glaube, wenn es in der Werbung ein schneller Shot für 2 Sekunden, weißt du, das wird es auch nicht auffallen oder so. Ne? Ja. Das ist einfach schon krass mittlerweile. Also im Videobereich ist Apple da echt sehr weit vorne. Okay, dann noch habe ich das Mi Band 6 NFC tatsächlich noch, das habe ich jetzt gerade erst getestet letzte Woche und bin damit zum Rewe gegangen, war da einkaufen, und es hat einfach funktioniert. Es ist aktuell noch ein bisschen umständlich über Curve, ist so eine App und eine Karte quasi, weil das noch nicht ganz in Deutschland gelandet ist, das Mi Band 6 NFC, wobei es jetzt heute bei Amazon gelistet ist, bei Amazon Deutschland auch das erste Mal, aber noch keine deutschen Banken dazu stehen, welche da kompatibel sein könnten. Aber ja, man kriegt halt einfach einen Fitness-Tracker für, wie viel kostet gerade bei G-Shopper? 42 Euro. Für unter 45 Euro kriegst du halt ein Mi Band, und du kannst damit auch noch bezahlen dann jetzt. Oder Alexa-Support hast du auch noch mit drin. Ich dachte, du machst jetzt schon wieder so eine feingliedrige Unterteilung wie in deinem beste Wearables-Video. Das ist der beste Fitness-Tracker unter 43 Euro. Entschuldigung. Nein, deswegen finde ich das einfach, wo kriegt man das, dass du halt einen guten Fitness-Tracker hast und damit bezahlen kannst. Ja. Mega gut, deswegen Mi Band NFC auch noch ein kleines Highlight für mich. Wo ist er jetzt nicht die in Deutschland gelistet? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, okay, bei Amazon.de. Ich habe selber den Witz nachgedacht. Sorry. Ach so, starker Witz. Ja. Hat sich gelohnt. Ja. Dafür nicht zuzuhören, ist ja nett. Ja, nee, ist bei Amazon Deutschland gelistet, aber da stehen halt noch keine kompatiblen deutschen Banken dabei. Ja. Dementsprechend ist schon cool, dass man es jetzt direkt aus Deutschland dann bestellen kann bei Amazon.de, auch Amazon als offizieller Verkäufer ist. Ja, aber halt irgendwie jetzt, du kannst immer noch nicht deine Sparkassen-Mastercard da reinpacken oder so. Du musst immer noch den Umweg gehen über Curve. Genau, und mein letztes Highlight waren generell dann eigentlich Foldables. Habe ich auch noch? Nee. Foldables, was hast du jetzt davon? Foldables, weil die einfach dieses Jahr richtig abgehoben sind. So die letzten Jahre, klar, gab es die auch schon. Voll arrogant. Die wurden richtig arrogant. Nee, aber halt das Flip ist richtig erfolgreich gewesen, auch das Fold. Und jetzt das Oppo, noch mal ein bisschen Konkurrenz, noch mal den Markt noch ein bisschen antreiben. Hast du das Huawei gesehen? P50 Pocket? Ja, stimmt, das gibt es jetzt auch noch. Ist jetzt nicht so meins, und das Display vorne ist mir auch ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Aber ja, genau, noch ein weiteres Foldable. Und auch in Korea ist das richtig krass, da dominiert Samsung den Markt gerade richtig hart. Irgendwie von den Top 8 Smartphones oder so sind 5 von Samsung. Das einzig andere, was noch da Bestand hat, ist Apple mit 2 Geräten oder so. Und unter den Top 4 oder so waren sogar die 2 Foldables dann. Krass. Was ich auch so richtig beeindruckend fand. Ja, und ich denke einfach, nächstes Jahr wird das noch mehr sein. Foldables werden einfach immer normaler werden. Natürlich hat das noch bei weitem nicht jeder, dafür sind sie noch so teuer, aber
Ja, Foldables, die ist ja einfach gut geworden. Interessant. Ja. Bei mir war auf jeden Fall noch ein Highlight, jetzt gar nicht so technisch an sich, aber dass es mal kurz aussah im Sommer, als ob Corona halbwegs durch wäre, das Thema, und dann endlich wieder sowas wie so Events hier in unserer Szene angefangen haben, dass wir zum Beispiel mit dem Tim in Hamburg war, bei dieser Xiaomi-Wohnung, und wir jetzt erstmal wieder so reisen konnten, mehr oder weniger, mit dem Zug dann nach Hamburg, und dann stehst du da abends vorm Hotel und dann brauchten die noch einen negativen Corona-Test, den du dann nicht hattest, und dann musst du noch ins Testzentrum und dann hat es nicht mehr auf und dann musstest du einen Selbsttest machen und konntest dann nicht in das Hotel, sondern musstest in einem Hostel schlafen für 40 Euro. Das war mal wieder eine Erfahrung, dann haben wir das Leben mal wieder gespürt. Das war cool, aber wir waren ja auch in Berlin zum Beispiel, da hat man mal wieder so, da hat man erst recht so wieder ein paar Leute so aus der Szene so getroffen, so, das war eigentlich auch mal echt ganz cool, da haben wir ein bisschen zu reden und so. Das hat insgesamt schon ziemlich viel Spaß gemacht. Ist jetzt gerade wieder auch wieder down, weil jetzt kannst du es auch nicht so wirklich machen. Aber dass es diesen paar Events, sage ich mal, gab und dass so ein bisschen was stattgefunden hat, finde ich auf jeden Fall schon ganz cool. Und was ich sagen muss, was ein bisschen mit China Gadgets zu tun hat, ich finde das irgendwie geil, wenn ich so auf das Jahr zurückgucke, was so bei Instagram passiert ist in der Community, so wer hat ziehen das durch mit dem Tortellini-Freitag und irgendwie wird es angenommen und Leute schicken uns, wenn sie Tortellinis schicken, so gut, essen, so gerne uns da verlinken, wenn ihr mal freitags Tortellinis esst. Wenn ihr den Tortellini-Freitag noch nicht kennt, folgt uns auf Instagram. Gleich auch in 6 Minuten ist es soweit, werden Tortellinis aufgetischt. Das ist cool und Donnerstag immer die Q&As, so wie viele Fragen da reinkommen, wie viel ne, die Leute wissen wollen, nicht nur über Technik, klar, viele auch wollen einfach Empfehlungen, aber manche ne, fragen auch nach uns und so. Finde ich schon cool, was da so passiert. Das mag ich sehr gerne, von daher liebe Grüße an jeden China Gadgets Instagram-Fan. Und noch meine Empfehlung der Woche, Darts-WM. Ah, ist das jetzt wieder? Ist jetzt wieder. Im Alley Pally? Im Alley Pally, genau. Boah, das war ein richtig schlechter britischer Akzent, Ding, ja. War ich schon mal im Alley Pally vor drei Jahren oder so. Sehr cool, wenn ihr Darts mögt und wenn ihr es nicht mögt, fangt an es zu gucken, dann werdet ihr es mögen. Aber ist Phil Taylor noch dabei? Nee. Ist er raus? Ja. Rente? Ja. Von Gerben? Ja, der ist noch dabei. Okay. Geht man als Dart in Rente? Hat er nicht mehr performt? Kann man nicht, ist das nicht so ein Sport? Weißt du, wie alt Phil Taylor ja, ist der war und ist? 60? Ja, der hat aber auch ausgesorgt wahrscheinlich. Der hat auch raus, ist auch fertig jetzt mal. Ja, ja, so. Auf jeden Fall Darts WM auf The Zone. Ich weiß gar nicht, ob der noch Sport 1 läuft. Müsstet ihr mal in die Kommentare schreiben sonst. Auf jeden Fall auf The Zone mit Elmar Polke als Kommentator. Das macht einfach Bock, kann man gut gucken, kann man auch erstmal nebenher und irgendwann kriegt man es dann mit und dann fiebert man mit. Dann spielt man vielleicht auch mal selber, macht einfach Bock, Darts WM, richtig geil, jeden Dezember. Es gibt jetzt so eine Serie, ne? Die ist irgendwo exklusiv, ich weiß nicht wo, die Wespe oder so. Ja, die Wespe, stimmt, ich weiß auch nicht, gesehen. Wo es ist. Ist es, ich glaube bei Prime ist es, oder? Prime oder Sky Ticket oder Join oder so, irgendwas ist es. Ja. Also habe ich noch nicht geguckt, ne. Ja, okay. Genau, Darts WM, guckt das. Okay, sonst noch ein Highlight? Nee. Das war meine Empfehlung der Woche. Hast du noch eine Empfehlung? Ach, Empfehlung der Woche. Ja, und zwar wäre es, ich glaube, es heißt 14 Peaks. Bin mir nicht ganz sicher. Ist auf Netflix. Ist ein Doku-Film quasi über einen Typen, der sich denkt, ey, es gibt Leute, die besteigen ja mal so einen Berg, so über 8000 Meter. Und Reinhold Messner war, glaube ich, der Erste, der das geschafft hat, der alle über 8000 Meter Berge auf der Welt bestiegen hat. Mhm. Und der hat dafür, glaube ich, so 20 Jahre oder 30 Jahre gebraucht und so. Und das ist ja so anstrengend, das ist immer so Expeditionen. Und der Typ denkt sich, weißt du was, ich mache das auch, aber in 7 Monaten. Und dann macht der 14 Gipfel in 8000 Dinge, so mit Sauerstoffflasche und so, da hochlaufen, in 7 Monaten. So, und das macht er halt, er kommt halt aus Nepal. Okay, also ist an das Hohe gewöhnt. Ja, irgendwie schon so. Und das ist ja eine richtig krasse Community, auch im Mount Everest, da sind ja die ganzen Sherpas. Also das ist ja sehr touristisch. Hast vielleicht der hat auch dieses berühmte Foto gemacht, wo du halt diese Riesenschlange auf dem Mount Everest siehst. Ja. So gab es das jetzt vor ein paar Jahren, wo so also ein Problem war, ey, das ist voll das Tourismus-Ding geworden. Und dann die Sherpas machen aber die ganze Arbeit, tragen dieses Gepäck da hoch für die und die begeben sich in Lebensgefahr. Und die anderen, die laufen nur noch den Gipfel hoch, mehr oder weniger für ein Foto. So, das ist so ein bisschen über Tourismus so drin. Aber diese ganze Sherpa-Community, die Leute, die von da kommen und das machen, die kriegen in dieser Bergsteigerszene irgendwie nicht so ganz den Respekt und so. Und der macht das halt für die Awareness, dass das halt irgendwie, ne? Und der war irgendwie Ex-Marine oder sowas. Oder ne, in der Sondereinheit von
der UK in irgendwas, keine Ahnung. Ein richtig krasser Typ, der ist so mega positiv die ganze Zeit. Die sind da wirklich, und dann geht es halt um so Stories, ey, und dann haben wir da jemanden liegen sehen, so, der konnte nicht mehr bewegen und der gibt ihm seinen Sauerstoff und die bringen den irgendwie runter mit Helikopter. Es geht knapp 2 Stunden, ist echt gut gemacht. Kann man sich, also danach gehst du raus und ich so, ja, ich steige auch nicht mehr. Ich gehe auf den Berg hier, ja. Dann, Zugspitze. Wahrscheinlich nein, aber ja, so. Aber sehr gut. Ich meine, das heißt 14 Peaks. Ich habe leider den Namen von Prim, heißt der Typ? Heißt der Prim? Nee. Ist ja auch egal. Ich weiß nicht, aber sehr zu empfehlen. Wird man ja sehen, wenn man es guckt. Ja, sehr zu empfehlen auf Netflix, würde ich sagen. Okay. Ja, nice. Ja, dann. Tortellini gehen jetzt ins Wasser, steht ja auch hier im Chat gerade schon. Geil. Das heißt, wir werden jetzt gleich Tortellini uns einverleiben. Yes. Mit ein bisschen Pesto und ja, was sagt man? Sagt man schöne Weihnachtstage schon mal? Wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, schöne Vorweihnachtszeit. Habt ein schönes, liebes Fest mit euren liebsten Freunden. Passt auf euch auf. Yes. Ja, dann wahrscheinlich auch einen guten Rutsch. Vielleicht hören wir uns vorher nochmal. Ja, doch, ich denke schon. Wir versuchen es auf jeden Fall, dass wir uns vorher vor dem guten Rutsch noch hören. Wie gesagt, macht euch schöne Weihnachtsfeiertage. Schreibt uns gern euer Highlight des Jahres oder der Woche in die Kommentare. Viel Erfolg beim Tech-Support zu Hause, wenn man nach Hause kommt. Stimmt. Erstmal alles reparieren. Ich habe auch schon 3 Sachen auf der Issue-List, glaube ich, die ich abarbeiten muss. Es war mit dem Drucker. Mails funktionieren plötzlich nicht mehr oder nur manchmal. Ich soll meinem Onkel auf seinem Handy Google Pay einrichten. Ich weiß nicht, ob seine Bank kompatibel ist. Das wird auch, eine Sache. Ja, schon Tech. Ich habe es schon verdrängt. Aber das wird auch. Auch wenn Tech verschenkt wird, alles einrichten. Ja, ich glaube, alles einrichten. Okay, aber da freuen wir uns ja drauf. Ich freue mich ja immer, wenn wir uns helfen können. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.